Wintertabak 2016 am Stand Fifth Avenue treffen wir, ja, wen schon, Christoph Puschke. Christoph, wir haben uns ein bisschen heute hier an eurem Stand in die dunkelste Ecke mit dem hellsten Gold zurückgezogen. Du wirst uns bestimmt erklären, was ihr heute auf dieser Messe oder nicht nur auf dieser Messe im Umfeld der letzten Woche auch so richtig im Mittelpunkt gespielt habt. Seit Anfang des Jahres die Cohiba zum großen Geburtstag natürlich überhaupt das Thema. Aber hier gibt es noch was ganz Besonderes. Ja, wir haben hier den ganz exklusiven Humidor. Cohiba 50 Anniversario, also ein Geburtstagshumidor für Cohiba. Weltweit existieren nur 50 Stück. Der erste wurde bei der Habanos Gala versteigert im Februar für 320.000 Euro. Für die restlichen 49 Stück konnten die Importeure weltweit Gebote abgeben. Und uns ist es gelungen, 10 Stück für Deutschland zu bekommen, die selbstverständlich natürlich alle verkauft sind. Die 10 sind schon alle verkauft? Die sind alle verkauft, ja. Also sind wir froh, dass wir einen hier sehen dürfen. Ja, wir sind auch sehr froh. Es war bis zur letzten Minute, wie immer auf Messen, spannend, klappt alles. Aber es hat uns gereicht und wir können dieses wunderschöne Stück, gefertigt von der Pariser Luxusmanufaktur Elie Bleu, hier zeigen. Zigarren sind auch drin, zwar noch nicht 50, aber wir haben immerhin schon mal 10 Zigarren, die sind alle individuell nummeriert. Und ja, wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, dieses Schmuckstück zu bekommen. Und ich denke, dass wir damit auch für unsere Kunden ein sehr schönes Objekt anbieten können. Nach dem Festival in Havanna war ja das große Geburtstagsfest in aller Munde. Was hat sich dann da um die Cohiba in diesem Jahr sonst noch getan? Ja, es kommen noch zwei andere neue Produkte. Es gibt noch einen kleineren Humidor, davon zeigen wir auch hier ein Muster schon am Stand. Weltweit eine Auflage von 1966, also wegen 1966, dem Gründungsjahr von Cohiba. Und wir führen gerade aktuell ein die Cohiba Medio Siglo, die kommt dann neu ins Portfolio. Es ist eine schöne kleine Robusto, mit kombiniert die Länge der Siglo 1 mit dem Ringmaß der Siglo 6. Medio Siglo heißt ja halbes Jahrhundert, eben um auf diesen Geburtstag, diese 50 Jahre Cohiba anzuspielen. Ja, und die führen wir jetzt gerade ein in Deutschland. Fifth Avenue und die Habana vertreiben ja nicht nur Cohibas, die natürlich in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Produkte, aber viele davon sind zurzeit nicht überall im Handel erreichbar. Was sagst du denn dazu? Ja, es ist einiges zurzeit nicht verfügbar. Es ist richtig, vor allem bei Cohiba, muss man sagen, natürlich im Jubiläumsjahr ganz besonders bitter, dass viele von den Standardformaten im Moment nicht lieferbar sind. Hat zu tun mit Missernten, die man vor allem bei Deckblatt-Tabaken hat in den letzten 3 Jahren. Und hat in Kuba eben leider auch nicht genügend Reserven. Und bevor man die Produkte in schlechter Qualität fertigt, ist es gut, dass man sie dann eben gar nicht anbietet. Aber wir haben ungefähr ein Drittel der bestellten Cohiba-Menge dieses Jahr geliefert bekommen. Was wird so bis zum Jahresende noch zu erwarten sein? Gibt es da schon konkrete Informationen? Ja, wir warten ja noch auf 2 regionale Editionen, auf die von 2015 und von 2016. Beide sind mittlerweile in Sicht. Ebenfalls in sehr greifbarer Nähe ist das erste Format der Edition Limitada, nämlich die Romeo y Julieta Capulettos. Die wird am 23. September in Verona in Italien, passend natürlich zur Historie von Romeo, also von Romeo und Julia, dem berühmten Stück, wird die vorgestellt. Und nach der Premiere darf der Verkauf dann weltweit beginnen. Wir haben schon einiges bekommen und ich denke, dass wir dann auch da relativ bald damit starten können. Ja, das hört sich ja doch noch richtig gut an. Richtig gut hört sich ja an, dass der Habanos Day in 14 Tagen stattfindet, roundabout. Der ist ja auch ausverkauft. Also gut, wir haben gesagt, bei 300 Leuten machen wir dann irgendwo den Schnitt und die haben wir erreicht. Insofern ja, kann man sagen, es ist ausverkauft. Ja. Aber also wenn sich noch jemand bewerben wollte, hätte er noch eine Chance. Ich denke ja, also wenn jetzt noch 10 Leute mehr kommen, ich glaube, da müssen wir auch nicht sagen, nee, ihr müsst draußen bleiben. Aber natürlich, einige Seminare sind schon ausgebucht, das ist klar. Ist ja auch alle 2 Jahre ein schöner Treffpunkt der Habanos Freaks. Und ich denke mal, dass wir da auch die Möglichkeit haben, wieder miteinander zu reden. Ja. Und vielleicht gibt es da wieder ein paar neue Informationen. Und ich weiß, dass du uns die gerne weitergibst. Also ich hoffe sehr, dass wir noch vielleicht ein neues Produkt dann ganz exklusiv einführen können. Ja. Okay, lieben Dank für das Gespräch. Dir noch eine gute Zeit und generell ein gutes Endgeschäft im Jahr 2016. Ja, vielen Dank. Dir auch noch eine erfolgreiche Messe. Okay.